Willkommen in Martins. Wir bringen traditionelle süddeutsche Küche nach Dongguan Dongzhen. Wie zum Beispiel Linsen mit Spätzle und Seiten. Oder unsere Rindsrouladen, ausgemachten Kartoffelknödeln und Rotkraut. Aber nun lassen Sie uns zu unserem heutigen Thema kommen. Wie wir in Martins Wiener Schnitzel herstellen. Hello everyone, welcome to the third episode of Daily Chef. Today we decided to come to Martin to show you how to prepare one of the most popular dishes of the South German cuisine, the Wiener Schnitzel. On Daily Needs mini program under categories you can find our Daily Chef partners. Click on Martin to check today's pack. Together with the finest quality of Dutch veal loin, Daily Needs offer you two different packs. One with our traditional cannamella breadcrumbs and one with our Daily Select breadcrumbs seasoned with salt, pepper and aromatic herbs. Now the last thing to do is go to the kitchen where our chef will show us how to prepare it. Schneiden Sie das Stück Kalbsfleisch wie ein Schmetterling in der Mitte auf. Nun klopfen Sie das Kalbsfleisch auf die gewünschte Stärke von ca. 5 mm. Wenn Sie keinen Fleischhammer haben, können Sie auch gegebenenfalls eine kleine Pfanne verwenden. Um das Kalbsfleisch leicht zu trocknen, verwenden Sie ein Küchenpapier. Würzen Sie nun das Kalbsfleisch auf beiden Seiten nach Geschmack mit Salz, Pfeffer, Paprika und Senf. Legen Sie das Kalbfleisch in das Mehl, drücken Sie es leicht fest. Geben Sie das Kalbfleisch nun in das Eierbad. Legen Sie das Kalbsfleisch in die Semmelbrösel und bestreuen Sie es auf beiden Seiten. Ihre Pfanne mit dem Öl auf die korrekte Temperatur auf. Das Kalbsschnitzel in der Pfanne braten. Ihr Kalbsschnitzel ist bereit zum Servieren. Martin, thank you very much for showing us how to prepare this amazing dish. By the way, guys, don't forget to follow our WeChat and TikTok channel and see you next Sunday with the next episode of Daily Chef. Well, now I'm really looking forward to try it. Then let us try. Good appetit. Delicious. Tastes good.